Brauchst du heute noch eine Kathedrale im gotischen Stil? Nee. Ich dekoriere heute endlich mal meinen Magierturm. Endlich mal. Und was ich jetzt als erstes mache, werde mir diese... Ah ja, ich habe die zwei hier mal aufgestellt. Der hat einen herrlichen Hintern. Wenn man das mal so ganz dreist in die Welt posaunen darf. So, ich werde mich jetzt hier um diese Orbs kümmern. Die sind vor Creative aufgestellt worden mit Bug, was die Pickup-Mod betrifft. Deshalb kann ich sie nicht aufheben. Deshalb mache ich sie kaputt. Man bekommt ganze zwei gehärtete Ziegel, wenn man sie kaputt macht. So viel bekommt man zurück. Was Bombin dazu sagt, das ist eine gute Frage, was Bombin dazu sagt. So. Das Admin-Passwort ist bereits eingegeben, deshalb kann ich das jetzt einfach so machen. Orb. Gebäude. Das war Vision, Faith, Clarity, Life, Gender. So. Fertig. Aua. Au. Gut. Diese Orbs haben nie gefehlt. Die werde ich... Heute ist wieder keine Musik da. Heute ist wieder musiklos. Hervorragend. Hat keiner gesehen. Na, es ist ja durch einen Bug gewesen und deshalb ist das die Kompensation von Admin-Seite, was ja bei uns auf dem Server voll in Ordnung ist. Wer soll was gesehen haben? Niemand hat irgendwas gesehen. Okay. Da ist Musik, nice. Wie viel Gold habe ich? 157. Ich hätte gerne Magierkreise. Also gehen wir jetzt ein bisschen einkaufen. Gram. Wo habe ich Gram abgestellt? Habe ich den... Ah, den habe ich oben abgestellt, ne? Ach Mensch. Rennen wir wieder hoch. Keine Kompensation hingegen für den regelbrechenden Übeltäter, dessen Basis ich heute abgerissen habe. Richtig! Leute! Lest die Regeln. Da steht genau drin, wo ihr bauen dürft und wo nicht. Und ihr dürft definitiv nicht, ohne zu fragen, 15 Meter vor der Haustür eines anderen bauen. So. Gram, wir gehen nach Talimsa. Und gehen dort ein bisschen einkaufen. Wir gehen ein paar Magiekreise einkaufen. Das passiert mir ständig.
wenn ich mich mal nach Talimsa warpe, steht regelmäßig einer genau im Spawn und ich steige demjenigen auf den Kopf. Normalerweise ist es Morpheus oder Free Soul. Heute ist es Todesritter. Hi. Stand Todesritter auf dem Kopf. So. Bevor wir einkaufen gehen, ach ja. Bombis Mini-Obelisk, so lange bis das wieder funktioniert. Wir reden mit dem Bettler. Gucken, ob er uns heute was gibt. Ich tippe auf nein. Nope. Nichts. Gar nichts. Das geht jetzt 3-4 Wochen so, täglich. Und dann bekomme ich wieder 2 Pets. Wir knüppeln uns durch die Arena. Dann haben wir 5 Gold mehr, die wir ausgeben können. Was nicht verkehrt ist. Hey. Ich hätte gern einen brutalen Gegner. Gram macht tot. Das ist ein Geizkragen, das ist ein absoluter Geizkragen. Drecksack. Ja, Bichan, du sagst es. Du sagst es. Hey. Ja. Komm, wie wär's? Wir machen ein bisschen Kälteeinbruch. Und ein bisschen Heal, hauptsächlich für den Hund. Du möchtest nicht näher kommen. Geh weg. 2 Meter. 2 Meter Abstand. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich habe Black Death bekommen. Ich habe den schwarzen Tod. Das Mini-Pad bekommen. Ah, wie süß. Ein kleiner schwarzer Panther. Danke. Sehr knuffig. Sehr cute. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. So, ich habe gehört, du möchtest meine Goldmünzen. Gold. Der ist nett, ja. Ich sehe doppelt. So, du bist der Herr mit den Magiekreisen. Hallo. Ich glaube, kleine reichen. Du siehst hervorragend aus. Die kann man ja auch wieder verkaufen, ja. So. Die kosten 10 Stück pro. Wie groß ist der denn? Der ist so ganz klein, ne? Ich hätte den gerne eventuellerweise. Bisschen größer. Ja, die Größe passt. Okay, dann kann ich den kleinen wieder verkaufen. So, wunderbar.
Was haben wir denn für Magie? Wir haben Wassermagie, wir haben Feuer. Wir haben Luft. Und wir haben Erde. Dann Licht. Da ist eine Sonne dabei, das sieht cool aus. Arkan. Und Blutmagie. Blut könnte das hier interessant aussehen. Und das Arkane könnte das hier gut aussehen. Ja, das ist der, den ich in dem Kleinen auch habe. Das ist in Ordnung, dass das doppelt ist. Ja, da sind Herzen dabei. Durch die Herzen fließt Blut. Das passt schon. Dragonia, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Mal alle hier so ein bisschen durchgucken. Ja, wunderbar. Feuer. Licht passt wunderbar. Sieht sehr stark nach Erde aus. Und das kann für Luft durchgehen. Cool. Ja, wunderbar. Damit haben wir unsere magischen Zirkel, die wir brauchen. So. Haben wir den Gram? Mit den hier außen hin. Na, wo rennt er rum? Er hängt doch unter Garantie in irgendeiner Tür. Und? Naja, er wird wieder auftauchen, er ist ja auch Folgen von dem her. Er wird hier irgendwo rumrennen beim Versuch zu mir zu kommen. Aber da er nicht durch die Türen passt, wird er kläglich daran scheitern, so lange, bis er sich hinterherportet. Und es wird natürlich dunkel. Da ist er! Ha! Dachte ich doch. Damit ich stell dich unten hin. Stell dich hier grimmig vor den Friedhof. Darfst du die Toten vor den Lebenden bewachen? Genauso dein Bruder Fenrir. Möge er in Frieden ruhen. Er ist nicht hier. Ist nicht hier. Zumal dieser Graben sowieso von... Habe ich den Namen vergessen? Von der germanischen Göttin.
Zusammen mit Fenrir. Pass auf, dass er keine Knochen ausbuddelt, das tut er nicht. Fenrir habe ich in Asgard gestern zu einem ordentlichen Paket verschnürt. Fenrir war mein bester und treuster Kämpfer. Mein bester Begleiter. Der beste Begleiter, den man sich in diesem Spiel wünschen könnte. So, jetzt muss man nur sich überlegen, wie man das Ganze aufbaut. Hast du über die Sanguis-Assassinen auch gesagt? Ja. Das habe ich über sie auch gesagt. Aber da kannte ich Fenrir noch nicht. Fenrir kam mir erst um einiges sehr viel später. So, hier oben wollte ich was Bibliothek-ähnliches hinmachen. Das Studienzimmer da bleibt. Das passt so. Ich stell mal einen Haufen Bücherregale her. Eins runter. Oder noch ein paar mehr. Hol mir mal die Werkbank. Die Hundis sind toll, die Hundis sind hervorragend. Die machen gut Schaden, halten vergleichsweise gut was aus, wenn man sie richtig skillt. Und sie überleben die Pupswolken. Diese Plague-Wolken von den Bossen. Andere Thralls sterben innerhalb von Sekunden daran. So, auf kurz oder lang kommt die wieder da hinten hin. Aber erstmal, da muss ich nicht so ewig weit laufen. So. Salat packe ich auch hier rein. Das packe ich hier rein. Diese Federn packe ich hier rein. Der kommt da wieder rein und das kommt da rein. Genauso wie dieses. Davon brauche ich ein paar. Was heißt ein paar? Ich brauche einige. Wie groß war nochmal diese Statue? Oh, das geht. Die kann ich da auch reinpacken. Wunderbar. Was brauche ich dafür? Geformtes Holz. Davon habe ich einiges. Wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen was machen. Aber das passt. Sechs Katzendämonen in der Stadt. Mein Hundi Level 12 hat alle niedergejagt. Und gerade mal 1000 Leben verloren, ja? Die halten einiges aus. Halten einiges aus. Das ist so cool an den Hunden. So. Ich werde die dann per Hand mit Büchern bestücken. Das wird ein Spaß.
Den stelle ich unten hin. Mein Platz am Wasser wird so langsam, aber sicher mit Leben gefüllt. Ich cool. So, du. Du stellst mir bitte davon was her. Komm später wieder und hol es ab. Erstmal baue ich einen Haufen Bücherregale. Das ist das Wort, das habe ich gesucht. Eins noch. Okay. Ach ja. Habe ich vergessen, das können nur Admins, deshalb mache ich den Rest jetzt so. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich. So. Stell ich das hier unten hin. Ich habe mich kurz gewundert, warum der anfängt zu schreien. Mitkommen. Okay, damit sind die aus dem Weg. Dann nehmen wir das hier. Er hat sich beschwert, dass du ihn einfach in die Tasche gestopft hast. Ja, das hat er wohl. Das hier nehmen wir wieder ins Inventar. Genauso wie diese Schilder. So. Diese Kiste, die stelle ich mal vorübergehend hier unten hin. Hier packe ich auch das Zeugs für die Lichtmagie einfach rein. Einfach, ganz dreist. Schmeiß ich das hier rein. Da. Wunderbar. So, die stelle ich mal hier an die Ecken. Könnte auf lange Sicht eventuellerweise ganz nice aussehen. Mal gucken, ich spiele mal so ein bisschen rum, ob die da stehen bleiben, wir werden sehen. Es ist wahrscheinlich. So. Das wird ein Spaß, die mit Büchern zu befüllen. Das wird ein absoluter Spaß, die mit Büchern zu befüllen. Und es wird ein absoluter Spaß, die parallel hier irgendwo hinzukriegen. Ich werde mich mal hier an die Striche am Boden richten.
Und werde das damit versuchen. Nee, abgekackte Tim. Rippchen und so, ne? Man bewegt sich einfach zu viel. Die Dame bewegt sich zu viel. Ja, es ist nicht perfekt, aber es ist in Ordnung, ha? Es ist nicht perfekt, aber in Ordnung. Es ist unglaublich schwer, das perfekt nebeneinander zu kriegen. Yay! Oh Mann.